TH Barbecue mit Herzglut grillen. Jetzt geht's los. Ich mache heute ein Beef Brisket von der Weber Kugel. Und für diesen Barbecue-Klassiker brauche ich folgende Zutaten. Es geht los mit einem kapitalen Beef Brisket. Das hat jetzt etwa 4 Kilogramm. Und dazu kommt ein Rub und in dem Fall von Ankerkraut, der Cherry Chipotle Rub. Ich schnapp mir das Fleisch und packe es mir in die Konsisform von IKEA. Dort wird das Fleisch ordentlich von beiden Seiten gerubbt. Ich werde mich im Übrigen dazu entscheiden, das ganze Beef Brisket mit der Texas-Krücke zu machen. Das heißt, nach etwa der Hälfte der Garzeit kommt das Beef Brisket dann in eine Art Dämpfphase. Dazu aber später dann nochmal mehr. Das Fleisch ist jetzt fertig gerubbt und kann auf die Kugel. Das heißt, ich habe mir hier einen Minion Ring gelegt. Der ist links auch schon gestartet. Unter dem Beef Brisket eine Tropfschale. Jetzt wird das Fleisch noch verkabelt. Eine Kerntemperatur von 94 Grad habe ich angepeilt. Aber die erste Etappe jetzt beim Smoken soll nur bis etwa 70 Grad gehen. Und dann werde ich das Ganze eben dämpfen. Gut, zum Smoken gehört Räucherholz und hier habe ich jetzt wieder von Rauchfaktum die Whisky Chunks genommen. Da packe ich mir 3 Stück gleich relativ weit vorne auf die glühenden Kohlen und einen noch in Reserve hinten. Und dann habe ich so etwa für 3 Stunden Rauch generiert. Das sollte reichen. Gut, das Teilziel ist erreicht. Nach etwa 5 Stunden ist das Beef Brisket bei 70 Grad Kerntemperatur gewesen und es ist Zeit, es zunächst einmal vom Grill runterzunehmen. Ich habe jetzt hier wieder die Konsisform, da habe ich das Gitter mit drin, und zwar falschrum, sodass das Fleisch so ein bisschen höher liegt. Und jetzt kommt erstmal ein Liter Bier mit rein, weil ich möchte gerne mit Bier das Beef Brisket dämpfen. Gut, das Bier ist in der Schale. Und jetzt ist es dann eben Zeit, das Ganze abzudichten. Man könnte jetzt eine zweite Konsisform oben drauf machen, aber die verziehen sich durch die Hitze immer mal wieder und schließen dann einfach nicht mehr dicht ab. Und deswegen habe ich mich jetzt hier für eine etwas robustere Alufolie entschieden. Und da ist es eben wichtig, vor allen Dingen die Kanten am Rand ordentlich abzudichten. Da die Form aber hier sowieso schon eine schöne Kante hat, gelingt es relativ gut, die Alufolie da einfach so drunter zu drücken und das Ganze ordentlich abzudichten. Genau, dann kommt das gute Stück wieder auf den Grill und der Grill, der vorher so ungefähr bei 110, 112 Grad gelaufen ist, ist jetzt ein bisschen höher geregelt, das heißt bei 130, 140 Grad habe ich jetzt das Beef Brisket weiter gedämpft. Genau, wir sind am Ziel, 94 Grad sind erreicht. Das hat jetzt etwa nochmal 4 Stunden gedauert, also 9 Stunden insgesamt für dieses Beef Brisket eben mit der Texas-Krücke. Gut, jetzt aufpassen beim Aufmachen. Das ist verdammt heiß, da kommt richtig heißer Dampf gleich hoch. Deswegen lieber einen Handschuh anziehen und vorsichtig die Alufolie abziehen. Tja, und zum Vorschein kommt ein wunderbares Beef Brisket. Das darf jetzt noch etwa eine Stunde nochmal ruhen, damit sich die Fleischsäfte verteilen und wieder so ein bisschen andicken. Und wenn diese Stunde vorbei ist, dann hole ich euch wieder dazu. Und jetzt schneiden wir das gute Stück mal an. Zunächst am Flat. Ihr seht hier einen wunderschönen Rauchring. Der ist also wirklich nicht zu verachten. Und ihr seht auch schon, wie der Saft unten rausläuft. Das heißt, es ist alles andere als trocken geworden. Und vor allen Dingen herrlich zart und weich. Gut, nach dem Flat möchte ich euch aber auch nochmal den Point zeigen. Hier wird schon genascht. Meine Gäste konnten es nicht abwarten. Ich kann es verstehen. Beim Point ist es so, dass da ja nochmal diese Fettader durchläuft und das Ganze entsprechend nochmal saftiger wird. Aber schaut einfach mal selber, ich ziehe das hier mal kurz zur Seite und schneide dann nochmal eine Scheibe vom Point runter. Das ist also wirklich super lecker und super saftig gewesen. Gut, das war mein Video zum Beef Brisket von der Weber Kugel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt mir einen freundlichen Kommentar. Und wenn ihr noch nicht Abonnenten meines Kanals seid, dann könnt ihr das jetzt gerne ändern. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.